So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Project Hospital. In der letzten Folge haben wir ein bisschen ausgebaut. Und ja, bevor ich es komplett vergesse, über Verwaltung müssten wir hier auch eventuell noch jemanden einstellen. So, Management. Und jetzt möchte ich mir gerne einmal unser... So, Personal angucken, ihn hier. Cool, wir können wirklich so. Wir können sagen: Wartezimmer, Empfang, Arztzimmer, Arztzimmer 3, 4, 5. Und Schwesternzimmer darf er putzen. Obwohl, so viel Dreck wird hier auch nicht gemacht. Doktorenzimmer. Ich hätte mir aber gerne noch gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hätten. So. So. Ihm weisen wir somit das Arztzimmer zu. Das Wartezimmer, den Korridor, die Räume hier unten einmal. Komplett mit dem Korridor. Dann die Aufnahme, beziehungsweise Überwachungsstation. Dann kriegt ihr auch einmal Flurdienst mit dem Zimmer. Dann kriegt ihr noch die Toiletten. Sollte es ungefähr ausgewogen sein. So, mit der andere kriegt alles auf. Dann gucken wir mal kurz in der Radiologie vorbei. Eine Putzkraft ist für alles zuständig, da müssen wir keinen festen Dienstplan somit erstellen. In den Laboren haben wir auch eventuell leicht übertrieben. Wir könnten aber sagen, Neurologie im Abstellraum. Ah nein, jetzt habe ich es nicht überwiesen. Nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Personalabteilung. Tätigkeit, Hausmeister. Abteilung Neurologie. Somit könnte ich auch jetzt sagen, sie kann dann da ganz oben putzen. Und bei der Intensiv müssen wir schauen. So, jetzt wird auch ein bisschen mehr geputzt. Somit sollten auch die Sterne steigen. Und dann noch ganz kurz einmal dekorativ ein bisschen uns hier austoben. So, mit einem Kaffeetisch, eine Tasse drauf steht. Können wir noch irgendwo Akten hinlegen? Hier können wir noch ein paar Akten. Akten, Akten, das sieht man nicht, aber Akten. Dann eventuell noch ein paar mehr Notfall-Erste-Hilfe-Kästen.
So, hier verteilen. Dann bräuchten wir eventuell hier noch ein bisschen was. Info. Pinnwand. Kommt dann hier hin. Poster. Somit, dass unsere Patienten auch komplett aufgeklärt sind. So. Wir müssen ein bisschen weiter auseinander. Noch ein Poster. Noch eins. Was ich eine Tageskarte brauche, weiß ich nicht genau. Nein, ich hätte dann doch gerne dieselbe Pflanze. So. Auf jeden Fall können wir so nochmal sagen. Hier geht's ja natürlich leider nicht. Aber hier können wir. Hier um ins Eck. Hier kommt noch ein bisschen was hin. Und dass es hier auch ein bisschen grün wird. Leimer. Auch durchgehend mal verteilt. Können wir auch noch ein paar Poster aufhängen. So. Dann verteilen wir noch ein paar Uhren mehr. Dann möchte ich jetzt noch gerne, bevor ich endgültig hier aus dem Baumodus rausgehe, also nicht endgültig, aber für die nächsten paar Zeiten. So. Und dann. Nee, schwarz. Das ist egal. Tür. Personal. Denn für die Verwaltung hätte ich gerne auch einen Abstellraum. So. Nur einmal kurz noch einrichten. Hier reicht ein Regal mit einem Putzwagen. Und wird auch am Tag durchgewischt. So. Eingestellt. Los geht's. Für unsere Apotheke auch mal sauber. Geht zu. Stimmt den. Wechsel Nachtschicht. Und du kommst einmal in die Verwaltung. So, dann kann ich sagen. Alles Putzpersonal, okay, mit dem funktioniert. Ach so, deshalb. Sie funktioniert nicht. Und er funktioniert nicht. So, jetzt einmal so weit alles eingestellt. Und dann können wir auch schön den Tag durchlaufen lassen. Hier zu. Kein Arbeitsplatz. Patient kollabiert. Ist noch in einer Abteilung ein Putzplatz frei? Hier nicht. In der Neurologie. Ja, okay, dann kommst du auch nochmal mit in die Neurologie. Abteilung wechseln, Neurologie. So, ach, der kommt auch mit in die Tagschicht und jetzt können wir endlich vorlaufen lassen ein bisschen.
Patienten kommen jetzt auch ein bisschen in der Nacht. Und am schlimmsten Senior Doktor. Geht zu. Komplizierte Diagnose. Dann gucken wir mal in die Mundhöhle. Nervt es langsam. So. Grippe B. Also, da haben wir jetzt nichts gefunden. Dann hat das ein halbes ab. Nasenhöhlen. Ja, schön. Okay, die Betten sind aber gut voll. Und schon haben wir es. So, dann gibt's was für die. Genau, hat er denn? Und ein bisschen Ruhe. Und dann kannst du auch nach Hause gehen. Sehr schön. Und hier sind die Betten voll. Also er hat die OP. Wird noch angezeigt, der hatte seine OP, hatte OP, braucht OP, braucht OP. Das ist normal standardmäßige Notfallversorgung. Braucht OP, hatte OP, braucht OP. So, dann können wir vielleicht Nachtschicht für die OP einrichten. OP-Pflegerinnen 2. So. Nachtschicht. Wir nehmen den quasi. Und 2 OP-Helfer. Wir brauchen einen Anästhesisten. Oder hier direkt einen Chirurg. So, und wir haben jetzt einen Anästhesisten ein. Wir haben 2 hiervon, und noch der Chirurg. 1, 3. Wären wir. 2. Kommt einfach noch ein Stationspfleger mehr dazu und fertig. Ja, sie. Stationspflegerin. So, mal schauen, ob jetzt in der Nacht eine OP durchgeführt werden kann. Ja, wunderbar. Jetzt wird auch in der Nacht operiert. Somit ist die Nacht auch ein bisschen... Okay, normaler Tag. So, jetzt läuft hier auch was in der Nacht. So, dann lassen wir mal ein bisschen schneller vorlaufen. Aber was ist denn mit dem los? Der kollabiert ja dauerhaft. Gibt ihm doch mal ein Magenmittel und ein Verband wegen seinem. So, ja, wunderbar. Man putzt direkt in der Operation. Sehr schön, wer kennt's nicht. So, dann lassen wir mal ein bisschen weiter vorlaufen. So, der Patient wird jetzt hoffentlich gleich weggebracht. Und direkt der nächste kommt. Sehr schön. Und der Hausmeister natürlich putzt direkt durch. Sehr schön. Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt. Okay. So, nächste Operation. Okay. Was ist denn hier die Klinik zu verlassen? Achso, weil wir ein bisschen mehr noch Patienten haben. Wenn die ich aber auch mal sagen in der Notaufnahme, eine Nachtsrezeptionistin, die für die Nacht arbeitet.
schon zweiten Doktor für die Nacht. Mal schauen. Was hat er denn für eine Behandlung? Okay. Der Michael Jäger. Müsste Nachbarn jetzt auch ein bisschen Geld schon mal. Ja, 70 Patienten. So, hier oben wird sich wieder gestreitet. Wer was bekommt. So, der Korridor. Ich höre jetzt zur Orthopädie dazu. Neurologie ist das hier oben und intensiv sollte jetzt kein Korridor mehr haben. Ich habe mal die Hoffnung, dass somit eventuell hier mal durchgewischt wird. Und direkt die nächste Operation geht zu. Hier oben ist jemand kollabiert. So, direkt in der Intensivstation haben wir das frei. Oh Gott, jetzt sind wir noch nicht interessant. Ja, okay. Raumstatistiken. Personalzufriedenheit. Okay. Interessant. Ach so, für die einzelnen Abteilungen gibt's auch. Machen wir noch ordentlich schön Geld. Mal schauen, ob wir heute einen neuen Rekord erzielen. Und da kommt eine riesengroße Welle an Ärzten. Was wir mal machen könnten, wir hier oben drüber noch eine Etage. Wo wir dann einmal nochmal sagen. Und ich glaube, wir machen jetzt auch sehr viel Geld durch einmal die ganzen Operationen, die durch in der Nacht durchgeführt worden sind. Patient mit Falschdiagnose. Ja, dann gibt es einmal direkt ein CT. Kann man das deaktivieren? Benachrichtigungen. Sehr viele. Da gehen keine Benachrichtigungen. Oh Gott. Nein, was machen unsere Ärzte da oben? Und da muss ich mal einstreiten. Also hier. Easy. Also sagen wir mal hier hoch, hoch, hier steht es ja schon auf hoch, Notaufnahme darf auf Mittel stehen, denn ich will noch nicht eine zweite Fehloperation haben. Oh
Gut, 20.000 noch mit so viel. Ah, damit könnte man sich schon haben. Standardabteilung aufbauen. Was haben wir denn da hinten? Der Operationsserver wird jetzt auch sehr stark benutzt. Und ich hoffe, aber wir fahren heute sehr gut Geld ein. Komplizierte Diagnose. Ja, ich schicke mir mal dahin, großes Blutbild. Und dann sollte das funktionieren. Sehr schön, dass jetzt kommen wir uns wirklich nicht ein. Lange Wartezeit für ein Bett. So, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Jetzt könnt ihr noch gerne den Kanal abonnieren und aktiviert die Glocke, um somit kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und jetzt seht ihr hier noch einmal ein von YouTube benutzerdefiniertes Video und einmal nebendran die Playlist, wo ihr somit alles angucken können von dem Projekt. Und somit sage ich auch mal, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.